Alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung von WCS. Ich möchte euch heute mal zeigen, wie man den multifunktionalen Halter hier einbaut. So ist der im Karton, so wird er geliefert. Passende Matte, Halter, Schrauben, alles ist dabei. Das brauchen wir erstmal noch nicht. Den packen wir noch mal eben zur Seite. So, im ersten Step hier vorne die beiden dicken Schrauben einmal lösen. Am besten lange Knarrenverlängerung, Knarre 19er Nuss. Kann der Philipp jetzt mal filmen, kann er ein bisschen schneller laufen lassen. Dann sieht das aus, als wenn ich schneller schrauben kann. Weil sonst wird das Video nachher so lang. So, jetzt haben wir den hier vorne gelöst, beide Schrauben raus. Dann kann man hier den ganzen Gurtgestell aushaken. Den setzen wir mal eben hier. Parkplatzposition. Jetzt muss als erstes hier hinten der kleine Winkel raus. Der ist aber nicht immer im Fahrzeug, ne? Also nicht bei jedem Fahrzeug ist der drin. Manchmal ist der schon raus. Das liegt auch mal dran, was ist da vorher unter dem Sitz, ne? So, beide Schrauben los. Kann man den Winkel rausnehmen. Das ist doch lauter gedacht. Lauter, wie ich dachte. Den Schrauben wieder einsammeln. Wenn man nicht solche Wurstfinger hat wie wir. Ja, aber das eh hinten los kann man von hinten machen. Trick 17. So, jetzt muss die Matte hier unten rausgeschnitten werden. Dabei muss man ein bisschen Acht drauf geben, weil hier unten runter in den meisten Fällen Kabelbäume laufen. Dass man die eben, ich hebe die immer ein bisschen an, schneide dann und dann kann man das ein bisschen wegziehen. Ne? Dafür gehe ich aber immer hin. Guck hier, dass ich gar nicht zu viel schneide. Ne? Ich gehe dann immer hin und mache mir hier 2-3 Punkte vom Halter. Das passt dann auch nachher mit dem Blech. Ne? Das ist immer etwas schöner, wie wenn man so oft schneiden muss. Wie gesagt, ich gehe mal hin, hebe hier die ganze Matte an. Das heißt, gleich mal eben einmal ein bisschen gerade nebenher schneiden. Erste Seite. Hier immer aufpassen. Kabel vom Gurtstoffer. Zack. Piep, 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 piep. So, und gleiche dann hier vorne. Wieder, hier sind die Kabelbäume hinter, dass man da nichts beschädigt. Hier vorne ist jetzt noch der Halter. Sag, Matte mal raus. Hier vorne ist noch der Halter, das ist normal diese die Kiste, wo Wagenheber und Co. drin ist. Ne? Der muss für diesen Fall auch entfernt werden. Da ist immer eine versteckte Schraube hinter. Aber da kann man an sich so eben einmal durchfummeln. So. Ich gehe danach immer hin. Immer. Muss man jetzt falsch sagen, so oft hat man ja nicht eingebaut. Ne? Das ist die ersten Halter, die wir geliefert bekommen haben. Die, ja, die Schlosserei schon gefertigt hatte, die nächsten sind schon wieder unterwegs und die danach auch. So, da ist dieser Halter auch Geschichte. Ja, jetzt nehme ich mir den Karton. Halteplattform. Und dann kann ich hier gucken. Passt das alles so, wie ich geschnitten habe. Das sieht gut aus, das passt. Na, das ist immer wichtig hier, auf Kabel achten, dass da nichts passieren kann. Halter passt, wackelt halt Luft. So, dann ist immer im Lieferumfang dabei. Der Winkel für vorne. Der Bügel für oben rüber. Und eine Isoliermatte. Weil wir ja hier das jetzt rausgeschnitten haben, die dicke, ja, ist sowieso nur eine Schaumisolierung. Gehen wir hin, das ist etwas dünnere, wie so ein Ammaflex.
und kleben hier diese Matte ein. Ich gehe mal hin, lege die bis nach hier vorne, schneide dann die beiden Ecken aus hier. Ecke 1. Die Ecke 2, wo wir nachher schrauben werden. Das ist eine selbstklebende Matte. Schutzfolie abziehen. Wie gesagt, ist an sich kein Hexenwerk. Ja, dann kann man hier schön gucken, dass die Kabelbäume hier schön ein bisschen auseinander liegen. Ne? Ein bisschen Platz haben. Dann kann man hier unten die Isoliermatte rein. Dann führen wir hier eine Seite raus. Schön verkleben. Und gut ist. So, jetzt kommt der Halter zum Tragen. Jetzt kommt hier der Halter rein. Ja, kann man hier schön anlegen. Vorne hat man immer die Position. Wenn man die Schraubenlöcher sieht, weiß man, es ist richtig. So, Halter muss ein bisschen nach vorne gezogen sein. Ruhig schön die Flucht beibelassen. Dann nimmt man das Gurtgestell wieder. Hier, hinten einhaken. Ja, dann kann man nämlich hier den Halter, diese Lasche, hinten unter das Rohr schieben. So, und wenn man anguckt, hier vorne schaut, so, da passt es, da passt es. Jetzt ist, das ist im Prinzip schon die komplette Montage der Halteplattform. Ne? Klar, diese Schrauben gehören hier wieder rein. Die werden gleich wieder mit Dichtmittel eingesetzt, mit Schraubensicherung eingesetzt hier. Ich drehe jetzt mal nur handfest hier rein, dass man das mal einfach mal, der Philipp jetzt hier nicht eine Stunde filmen muss. Ne? Macht der Helge gleich nochmal eben los und Schraubensicherung drauf. No, weil ich will jetzt zeigen, wie der schöne Halter hier ist. Ne? Machen wir Schrauben, dreh. So, muss man natürlich wieder Schraubensicherung alles wieder rein. Jetzt ist hier die Halteplatte drin. Jetzt kann man hingehen. Nimmt die beiden Batterien, in diesem Fall zweimal untere Untersitzvariante HLE bzw. Euromaß Batterie, Batterie Nummer 1. Batterie Nummer 2. So, der Winkel, lange Seite nach oben. Warum ist die lange Seite? Man könnte jetzt hier hingehen und zum Beispiel noch eine Kunststoffplatte oder ein Brett hier vormachen, um Sicherungen hier vorzuschrauben auf der kompletten Höhe. Muss man aber nicht, ne? Oder ein Hauptschalter so. Hier kommt jetzt der Halter drauf, Schrauben, alles ist dabei, ne? Federring, alles im Lieferumfang enthalten. Macht man hier die... Wenn man nicht so dicke Wurstfinger hat, ist das echt praktisch. So, Schraube 1, dann drückt man den Halter fest und zieht ihn hier mit der Knarre an. Dann ist diese Baustelle erledigt. Zweite Baustelle ist, Haltebügel mit den langen Löchern. Einmal da rein. Einmal hier. Einmal da. So, dann kann man runterdrücken. Hier von der Seite sind die genauso positioniert, dass man hier mit der Knarre Schlüssel drauf kann. So, und dann kann man die hier befestigen. Und dann gehen die Batterien irgendwo mehr hin. Ne? Wenn die hier fest sind, sind die Bomben fest. So, jetzt will ich euch zeigen, wie man die 188er Batterie oder auch viele andere, ne? Untersitzbatterien einbaut. Dafür gehe ich immer hin, mache hier hinten einen Kantenschutz drauf. So, dann haben wir hier unsere 188 Amperestunden Iceback Batterie. So. Die setze ich jetzt hier rein. Man sieht sofort auffallend, es passt. Ja, dann können wir hier den Bügel wieder drauf machen. Ja, Bügel drauf. Runterdrücken, festmachen. Jetzt kommt der Winkel zum Tragen. Jetzt kommt nicht die flache Seite nach unten. Kurze Seite nach oben. An sich ganz einfach. Winkel kommt hier vor, wird wieder mit den beiliegenden Schrauben befestigt. Hinten liegt die Batterie schön gegen den Kantenband an, kann nichts passieren.
Auto kann sich überschlagen und Batterie ist bombenfest. So einfach, so schnell kann man sicher eine Batterie montieren. Ganz einfache Geschichte. Und wie gesagt, das ist die niedrigste, fast niedrigste Position. Und wenn wir jetzt eine andere Batterie vom anderen Hersteller haben, können wir die auch unter den Sitz legen. Weil wir können diesen Bügel bis hier oben hochziehen. So, das heißt, bis Höhe vom Sitz sind, glaube ich, 19,5 oder 20 cm. Können wir den Batteriebügel hochziehen und dann die Batterie befestigen. Das gleiche haben wir ja auch noch. Ich zeige das hier sofort nochmal. Den Bügel. Machen wir wieder weg, Helge. Das gleiche haben wir ja hier nochmal, wo wir dann hingehen können. Wir können den Bügel hier variieren, so festmachen. Wir können bis zur Mitte schieben. Heißt für eine Batterie auch kein Problem. Oder wir können umdrehen. Je nach Länge, gewünschte Höhe, können wir hier flexibel drauf agieren. Ne? Hier vorne, wenn die Kante da ist von der normalen Euronorm-Batterie. Und hier flexibel einsetzbar zum Halten. Und wie gesagt, man kann hier sonst auch noch, wenn man jetzt eine Batterie hat, die hier festgemacht wird, die bis hier geht, eine Kunststoffplatte was zwischenmachen, haben wir auch schon mal getan, dass wir da einen Hauptschalter oder zum Beispiel Sicherung etc. setzen können. Die Möglichkeit bleibt und ist immer noch bestimmt. Das war's. Batterie, sicher Einbau, einfach gemacht. Ohne großen Komplikationen. Hat jetzt gleich in der Summe 10 Minuten gedauert, den Halter einzusetzen. Ja, ich finde es perfekt. Ich finde es die perfekte Lösung, eine Batterie zu sichern unterm Sitz. Ja, so einfach geht's und schnell kann man die Batterie vernünftig unterm Sitz befestigen. Das war's. Hier aus Goch. Daumen hoch, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal.